Sondereinsatz der Polizei in Ebersberg. Ein Asylbewerber hat in der Unterkunft in der Münchner Straße Mitbewohner mit dem Messer bedroht. Er randalierte, warf Flaschen, Kochtöpfe und andere Gegenstände aus dem Fenster. Die 26 Bewohner der Unterkunft konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei sprangen aus dem zweiten Stock in einen Sprungretter der Feuerwehr. Ein angefordertes Sondereinsatzkommando der Polizei beendete den Einsatz schließlich. Der Täter war auf der Rückseite des Gebäudes auf ein Vordach gelangt. Dabei hat er sich offenbar erheblich verletzt. Bei dem Einsatz wurden laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord auch drei Sicherheitskräfte verletzt. Wie die Ebersberger Zeitung vor Ort erfuhr, ist unter den verletzten Beamten auch der Ebersberger Polizeichef Hendrik Polte. Er soll von einem Gegenstand, den der Täter aus dem Fenster warf, getroffen worden sein.